Sehr idyllisch hier. Vor allem nach dem, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Ein wunderschöner Ort. Und so ruhig. Es ist wirklich eine kleine Oase. Nun, um zu beginnen, müssen wir uns erst einmal leichter machen. Das heißt, wir legen Waffen ab, wir legen alles Störende ab und konzentrieren uns einfach erstmal auf die Luft, die klare Luft, die wir hier atmen können, die Erde unter unseren Füßen, die ohne dämonische Einflüsse ist. Ja, ich würde dann auch hier zum Rande der Lichtung gehen, dort meinen Stab, meinen Schwertgurt abrüsten, abgürten, meine Schuhe ausziehen, soweit es möglich ist, die daneben liegen und sozusagen barfuß und in einer einfachen Magierkutte bzw. der Rüstung. Die Rüstung würde ich auch noch ablegen, dass ich sozusagen nur noch in einer einfachen Untergewand sozusagen dort stehe, barfuß. Und würde mich wieder zu Isaruna zurückkehren. Ich tue es ihm ganz gleich. Genau, Isarun wird dann auch ihre Waffen ablegen, ihre Robe, ihre Stiefel und ihre Rüstung und sich dann in die Mitte der kleinen Lichtung oder des kleinen Platzes begeben. Und nun, meine Herren, zuerst einmal ist es wichtig, die Erdverbundenheit zu spüren. Einfach diesen Lehm, so schlammig und kalt er auch sein mag, aber unverdorben ist er. Darauf konzentriert euch erst einmal. Schließt die Augen, breitet die Arme aus, Handflächen nach oben. Spürt einfach. Ich würde aber nachmachen, was ich an ihr beobachte, sozusagen. Meine Zehen in den Erdboden graben, mich auf den Augenblick konzentrieren. Ja, ich strecke mich vorher einmal, atme tief durch und mache es danach. Isarun gibt euch dann Anweisungen, wie und wann ihr zu atmen habt, wo ihr den Atem im Körper hinleiten sollt, tief in den Bauch, zum Herzen hin. Versuchen, bis in die Fußspitzen zu gehen. Und dann wird sie die ersten Bewegungen anfangen. Die fangen ganz langsam an. Irdisch ist das ein bisschen mit Yoga zu vergleichen. Langsame, fließende Bewegungen, die euch an Wasser erinnern. Und die könnt ihr dann nachmachen. Ich würde probieren, die Bewegung möglichst authentisch nachzuvollziehen. Als Grundübung. Vielleicht kann man die später noch individualisieren. Genau, also Isarun kommt dann auch auf dich zu, korrigiert dich dann mal, macht vielleicht deinen Ellbogen ein bisschen höher oder sagt dir, dass du deine Bauchmuskeln mehr anspannen sollst. Und so würde sie den beiden Magiern dann den Tanz der Marder vorführen und beibringen. Der steigert sich dann langsam, die langsamen Bewegungen zu schnelleren Bewegungen mit Drehungen, mit ja, Sprüngen und Dehnungen. Ja, und so langsam kristallisiert sich dann auch das heraus, warum man ihn den Tanz der Marder nennt. Das werden nämlich komplexere Bewegungsabfolgen, die dann gewissen Mustern folgen. Es erinnert mich wahrscheinlich an eine bestimmte Kampfübung, die ich in der Kampfakademie gelernt habe. Wahrscheinlich ähnlich Hiebe, aber wahrscheinlich weicher ausgeführt und ohne Waffe, halt nur mit den Fingerspitzen und mit den Zehenspitzen. Schritte und Sprünge. Ja. Ganz genau. Ja, die Bewegungen dabei fallen mir doch durchaus leicht. Mache die Bewegung nach. Doch es fällt dann wahrscheinlich bald auf, dass das Tänzerische nicht so ganz gegeben ist. Das ist nicht weiter schlimm, das wird nicht korrigiert. Nach einer Weile würde Isarun euch eure Magierstäbe bringen, auch ihren eigenen mitnehmen. Und nun beginnen wir mit den Übungen, die den Stab beinhalten. Ja, und dann gibt es halt so Übungen, die euch auch an den Stabkampfunterricht aus euren Akademien bzw. von eurem Lehrmeister erinnern. Das sind dann halt so die Grundübungen des Stabkampfes, allerdings sehr langsam erstmal ausgeführt und fast meditativ. Die steigern sich dann langsam in der Schnelligkeit und Komplexität. Ja, ich würde halt einen Schatten oder einen Kampf gegen einen imaginären Gegner ausführen mit langsamen, fast
meditativen Bewegung, sparsam in der Ausführung. Sehr gut, Avemir, genauso weiter. Würde probieren, nach den ersten Schritten die Augen zu schließen und mich auf den Augenblick zu konzentrieren, die Umgebung aufzunehmen, die Geräusche, die Gerüche, die Bewegung des Windes auf meiner Haut. Und ja, würde mich sozusagen fast blind durch diese Bewegung durcharbeiten. Ja, der Stabkampf, den nehme ich gelassen. Es ist entspannt, wenn man nicht schon nach 5 Minuten von der Lehrerin grün und blau geschlagen wurde und noch nicht am Boden lag. Aber ich nehme es durchaus ernst. Als ich sehe, dass die beiden Magier auch ohne Isaruns Hilfe zurechtkommen, konzentriere ich mich auch selber mehr auf meine eigenen Bewegungen und führe meine Stabübungen mit ein bisschen mehr Tempo durch. Ja, ich halte problemlos mit. Wie gesagt, ich würde auch die Schrittfolge ändern, vielleicht andere Elemente einbauen. Einen Hieb gegen einen rückwärtsgewandten Mann oder eine imaginäre Person einfügen. Vielleicht einen Sprung über eine Klinge, die unter meinen Füßen hinweg saust. Und mich auch in meinem Tempo langsam, aber sicher steigern, sodass ich am Ende der Übung hoffentlich etwas verschwitzt und hoffentlich aber nicht außer Atem nach dieser Übung wiederfinde. Ja, nach der Stabkampfübung geht es dann auch wieder in die ruhigere Phase. Isarun weist die beiden Magier an, dann den Stab zur Seite zu legen, sich wieder hinzustellen, dann schließlich hinzuknien und zu setzen und einfach zu spüren. Dann kommt ihr wieder quasi wie aus einer Trance in die Realität. Ihr habt auch gar nicht mitbekommen, wie es angefangen hat zu regnen. Ein angenehmer Frühlingsregen, der sich jetzt über euch gelegt hat. Ihr habt noch nicht wirklich gebadet in dem kleinen Flüsschen oder so etwas. Ihr stinkt immer noch, tragt immer noch den widerlichen Schmutz von Yol'Gurmak an euch. Und jetzt wird so das erste Mal die Schrecknisse von euch weggespült, während ihr dann im Regen steht. Die Hände vielleicht nochmal ein bisschen ausgebreitet, dass er euch ganz erfasst. Was tut Ömer? Ja, Ömer wird sich ein wenig durchfragen und einfach mal den Boron-Tempel erfragen. Und da den relativ einfach finden, eine kleine Brücke, die dann hier über dieses kleine Flüsschen führt, mehrfach wohl ausgebaut, ein Effa-Tempel, der darauf steht, hier wurde ja bereits gesagt von der Familie Derdinger, also den Travier-Geweihten, dass es dann dort am Tempel vorbeigeht und dann kannst du zum alten Boron-Tempel schreiten, wo auch natürlich ein paar Boron-Räder stehen und selbstverständlich ist er dann auch viel zu klein geworden, die Räder sind wohl mehrfach ausgebessert, aber sie wirken noch sehr alt, auch wenn es unglaublich viele sind, da wird man sicherlich viele Gefallene dann auch außerhalb der Stadt bestattet haben. Kannst du zum Boron-Tempel schreiten? Ja, wenn man da ankommt, wird man erstmal stillschweigen gucken, ob die, wie das halt mit den Türen aussieht und wie da die Behabenheit ist, wenn dann dort gerade keiner zu sehen ist, wird man mal sanft und leise hineintreten. Über ein paar schwarze Stufen kannst du nach oben treten und stehst dann in einem Boron-radförmigen Gebäude mit verschiedenen Seitengängen. Und während du dann dich noch versuchst, in der Schwärze zu orientieren, obwohl hier wenig Kerzen brennen, kannst du sehen, was dich ein bisschen verwundert. Und während du dich noch ein bisschen orientierst, kannst du sehen, wie Italiane auf dich zukommen. Oh, Ömer, schön, dass ich dich hier finde. Wie kann ich dir helfen? Euer Gnaden, ich bekomme die Bilder nicht aus meinem Kopf. Die Bilder, die mich schon seit über einem Jahr verfolgen und jetzt nur noch verstärkt wurden durch neue. Dann komm, setz dich mit mir in eine der stillen Ecken. Sprich mit mir oder hör mir nur zu, was auch immer dir beliebt. Erzähl mir von deinen Sachen, erzähl mir alles, was du gesehen hast, was du gerochen, gefühlt hast.
versuchen sich einfach mal wieder zurück an diese Szene zu erinnern, auch wenn es schmerzhaft sein mag im ersten Moment, aber darüber reden hilft. Die schlimmste Szene, die ich als dessen zum Zeitpunkt als schlimm wahrgenommen habe, aber im Nachhinein sich als noch viel schlimmer herausgestellt hat, das war die, als dort dieser Dämonensplitter direkt neben mir lag. Also weniger als einen Schritt entfernt. Ich hab ganz viele Stimmen gehört, die nach mir gerufen haben. Ich hab das Gefühl gehabt, ich ertrinke. Tentakel kommen aus diesem Splitter heraus und legen sich um meinen Hals. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht atmen. Ich wäre mitten an Land ertrunken. Eine Stimme rief immer zu mir, dass ich doch nur die Hand ausstrecken brauche, um nach Hilfe zu rufen, zu bekommen und... Aber was... Ich glaube, das ist das, was andere Leute sagen, was die falsche Stimme ist, der man folgen kann. Ich weiß es nicht. Ich war ziemlich verstört und hatte ziemlich viel Angst und... Ja, zunächst hatte sie dir nur ihre Hand auf dein Bein gelegt. Und wenn du jetzt weiter redest, merkst du auch, wie sie aufsteht und dich dann umarmt, auch wenn du dann das alles rauslässt. Hast auch eben versucht, so ein bisschen zu schlucken. Bist auch, während du dann in diesen Erinnerungen des Charybdis-Splitters geschwelgt hast, oder wie sie dich eben umfangen haben, wie sie dich zurückgerissen haben an diesen Ort auf Orula, stürmische Küste, dann hattest du auch kurz das Gefühl, wieder zu ertrinken, dass du wieder Luft aus deinen Lungen gedrängt, mit Wasser gefüllt, Brackwasser. Und dann schließt sich ihr Körper um dich, also sie umarmt dich, du merkst auch ihren großen Bauch, wie sie wohl schwanger ist, du kannst auch einen kurzen Tritt wohl bemerken, der aus ihrem Bauch kommt. Und auch das scheint dich ein bisschen zu beruhigen. Sprich weiter, ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren. Nialgomak, da stand dieser große, dieser, ich weiß nicht, ob es ein Greif war, aber er war schwarz. Also es muss ein Dämon gewesen sein. Er stand da einfach rum, dieses rote Leuchten in seinem Bauch, unter seinem schwarzen Gefieder konnte man ganz eindeutig erkennen und er predigte von Rache. Er predigte davon, sich an allem und jeden rächen zu müssen. Es war einfach falsch. Dann waren da... Als dieser Galotta auf der Tribüne saß, dieser Splitter hat schon wieder Stimmen in meinem Kopf erzeugt. Ich weiß es nicht, ich bin wohl anfällig dafür. Die anderen haben nie was von Stimmen erzählt, die sie hören. Aber wenn ich in der Nähe dieser Splitter bin, dann fühle ich mich so hilflos. Die Kraft, die in diesen Splittern steckt, kann man nicht ignorieren. Und sie sind nicht für einen menschlichen Geist geschaffen. Nicht von einem Menschen geschaffen. Es ist... Vielleicht auch erkennst du, dass es wichtig ist, dass wir unseren gerechten Kampf weiter fortführen, damit diese Splitter nach und nach letztendlich vernichtet werden können. Zumindest ist das große Ziel, was am Ende stehen sollte, muss. Und es mag sein, dass die anderen nicht darüber reden, aber geh doch einfach mal auf sie zu. Frage sie, ob sie ähnliche Dinge gehört oder gespürt haben. Du bist nicht allein, auch... Wenn du mit einer Gruppe zusammenreist, ich habe jetzt gehört, dass ihr gemeinsam in der Taverne saß, dass ihr gemeinsam umhergereist seid. Isarun hatte mir einiges über eure Mission erzählt, so es denn, naja, nicht verboten ist und nicht in diesen, solange es nicht unter Verschluss steht. Also wenig hat sie uns erzählt, aber ich habe schon begriffen, worum es dabei ging. Dass ihr gefährliche Dinge tut, gerade wenn man in das gefallene Ysilia zieht, um dort für das Reich zu streiten. Das können nur die Stärksten und die Tapfersten. Ein jeder anderer wird daran zerbrechen, vielleicht nicht körperlich, aber auf alle Fälle geistig. Und dass du dies überlebt hast, zeigt schon, dass du einer der Stärksten bist. Frage die anderen. Suche Halt in ihren Fragen, aber auch in ihren Antworten. Geh auf sie zu, auf diejenigen, die du magst, die dir Freunde sind. Sprich auch mit ihnen darüber, nicht nur mit mir, sondern auch mit ihnen. Sie werden Ähnliches erlebt haben. Unser Ritter ist immer so stark. Ich meine, er zeigt nie Angst, er kämpft immer an vorderster Front, er tut alles, um uns am Leben zu halten und keine Ahnung, irgendwie. Ich sehe mir immer vor, dass ich mal hinten stehe und mir denke, ich habe eigentlich schon die Hosen voll. Nun, wenn Praios den Adel, die Ritterschaft von Toprien erwählt, dann weiß er, was er tut. Er sieht,
diejenigen, auch wenn sie noch nicht geboren sind, mit Hilfe der Mutter Zar, er sieht sie an und weiß, ob sie stark werden oder ob nicht. Und das muss gar nicht körperliche Stärke sein, das kann auch sein, dass sie, naja, etwas in sich haben, ein Funken, wenn man so mag. Dass sie an so etwas nicht zerbrechen, sondern dass sie dich führen können. Dass sie dir ein Freund sind, dass sie dir helfen. Das ist ihre Aufgabe. Es geht nicht nur darum, dass sie die Bauern auf dem Felde kommandieren und sie anschicken, für sie in die Schlacht zu ziehen, sondern es geht auch darum, dass sie für dich da sind, wenn du klagst. Dass sie sich um dich kümmern. Bei Yalan glaube ich das. Yalan ist da, wenn man irgendwas von ihm will und ist... Ich weiß nicht genau, ob er selbstgerecht ist. Ich glaube nicht wirklich sehr. Ein Stück weit schon, aber nicht wirklich sehr. Nicht das, was ich... Ist doch egal. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Prios wirklich der Gott ist, der uns wirklich... Der nicht nur den Adligen hilft. Wenn ich über Prios nachdenke, dann sehe ich immer so viel Ungerechtigkeit, dass ich gar nicht darüber weiterreden will. Die Ungerechtigkeit testet uns, prüft uns. Und es mag nicht nur unbedingt von Praios ausgehen, das natürlich... Ich rede nicht von Gott, ich rede von den Gottesdienern. Ich unterscheide es ganz stark. Von Gottes? Ich finde, dass ein Gottesdiener eine andere Person ist, als natürlich überhaupt eine Person ist. Der Gott ist eben ein Gott. Und bei Praios habe ich immer das Gefühl, dass die Interpretation dessen, was diese ganzen Geweihten tun oder was diese Anhänger tun, irgendwie immer nur zu ihrem eigenen Vorteil ausgelegt wird und der Gott, keine Ahnung, meines Erachtens vielleicht ein gnädiger Gott ist, aber... Wenn du das Gefühl hast, dass Praios Geweihte oder Anhängerschaft von ihm etwas tun, was du dir nicht erklären kannst, dann mag das vielleicht daran liegen, dass du... nicht dazu ausersehen wurdest. Du kannst andere Dinge. Dinge, die sie nicht können, aber sie sind eben dann dafür da, dass der Wille eines Gottes gedeutet wird, so schwer dies auch ist. Und auch Menschen können dabei fehlen. Deswegen brauchen wir eine lange Ausbildung. Damit wir eben die Zeichen so deuten können, wie sie zu lesen sein sollten. Aber selbstgerecht von uns ist sicherlich keiner. Wir versuchen alle, den 12 Göttern so zu dienen, wie es möglich ist. Ja, ich würde euch ganz gerne von meinem Traum erzählen. Und so wird immer ihr von seinen schlechten Träumen, die er heute Nacht hatte, erzählen. Diese aufblitzenden Bilder, diese Stimmen. Um noch ein wenig Zeit totzuschlagen, weil er danach später noch im Treibertempel ganz gerne aushelfen möchte. Torgosch. Das Bier vor dir ist mittlerweile leer und pustest nochmal den letzten Schaum raus, der auch in deinem Bart hängen geblieben ist. Igna hat auch schon gerade den zweiten Bund bestellt. Da kommt Malma gerade wieder die Treppe runter. Oh, da habe ich ihn nicht gefunden. So, Torgosch. Ja! Was tust du hier? Ach. Perldrachen? Klein, ja. Damit willst du anfangen? Ich wünschte, es wäre was Wichtiges und Schönes. Ich habe mich auf einen Auftrag eingelassen. Erinnerst du dich noch an diesen Yalan? Der saß da vorne. Ja, der mit dem Drachen, ja. Ah ja, der macht hier irgendeine Scheiße und ich muss ihm helfen. Ich hoffe, dass man damit ein bisschen Ausrüstung für Igna finanzieren kann. Aber vielleicht auch ein neues Speer. Mal gucken. Also solltest du nicht eigentlich den Drachen in Gareth besiegen? Ja, da war keiner. Alles leeres Gequatsche. Wir enttäuschen, glaub mir. Alles, was die verloren haben, waren ein paar Bauern an den örtlichen Wolf und wollten wohl mehr Aufmerksamkeit erregen, damit irgendwer kommt und die Wölfe umbringt. Und dafür suchen sie sich einen Zorroscher. Ja, alles aufgeblasene Gerüchte. Bis das bei uns ankam, war es ein Drache. Bei ihnen waren es noch Banditen, in Gareth waren es dann... Ach, ich weiß auch nicht. Ein ganzes Rudelwölfe, alles schrecklich. Großlinge. Ja, da weißt du nicht, was du sagen kannst, ne? Früher, vor 200 Jahren, hatten sie noch Mumm in den Knochen. Heute sind sie weich geworden. Ja, aber auch nicht alle. Man muss, der Ömer, der saß hier auch, der ist ein guter Junge. Ja, der wäre ein guter Bogenschütze. Der könnte sogar vielleicht in einem Zwergregiment dienen.
Ich meine, er wird zwar jeden Pfeil ab erstes abkriegen, weil er so groß ist, aber sonst. Ich glaube, vom Mut her würde er es tun. Muss ich mal beibringen, so eine Zwergenlanze zu führen. Ich probiere es ja noch, Ich habe meine eigene erst letztens im Fluss verloren. Teuflische Flüsse hier, sag ich dir. Was soll das? Ich kenne Schmied, oben im Norden, ist ganz gut. Ist zwar kein Zwerg, aber ich habe ihm gesagt, was ich brauche und oben im Viertel, bei den neuen Händlern, kriegst du eine ganze Menge. Wenn du einen Drachenspieß oder sowas brauchst, sag Bescheid, ich hol dir einen. Ich weiß ja noch nicht. Was machst du denn jetzt hier überhaupt? Hast du schon wieder irgendwas erlegt in letzter Zeit? Oder ja, ich hab den letzten Fund hab ich abgegeben. Wie gesagt, 5 Perldrachen waren es jetzt und ein paar von habe ich in Valusa habe ich verökert und einen in Festum und jetzt bin ich nochmal nach Beine Pforten gegangen. Nochmal die Waffen nochmal neu machen und dann will ich wieder rüber zur Tobrischen See. Feuerhafen oder so, mal sehen. Ja, das ist ja mal ein vernünftiger Plan, du. Ich muss erstmal zurück nach Gareth und dann mal gucken, was passiert. Ich hoffe ja, dass ich die Bande hier nochmal zur Drachenjagd überzeugen kann, aber wenn man hört, dass Jalan schon den ersten erfolgreich erlegt hat, dann kann das ja nur gut enden. Ach du, also begleite doch die Wolfengarde. Die Wolfengarde zieht in, ich glaube, 2 Tagen wieder los. Wollen wir mit dem Herzog los. Hab ich zumindest gehört. Auf Drachenjagd? Ja, weiß ich nicht, was man da oben machen kann, aber da oben gibt's viele Drachen. Wolfengarde will da irgendwie, der nennt sich zumindest eine Burg, Drachenhaupt oder so. Und da kann man sicherlich Höhlendrachen erjagen. Also, das muss ich bestimmt mal Jan anfragen, der kennt sich mit so hohen Leuten so aus. Ich war selber noch nicht oben, ist ein politisch schwieriges Gebiet. Den einen Drachen darfst du erschlagen, den anderen nicht, der ist verboten. Da werden die Menschlinge ziemlich böse, wenn man die falschen Drachen erschlägt, aber da gibt's auch ein paar Böse. Sind denn da verboten, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendein großer Kaiserdrache, der da sitzt und mit den Menschen redet und rumfliegt und das Gefolge von dem darfst du nicht anrühren, aber da sind auch ein paar böse Drachen. Ach, die Menschlinge immer. Diese langen Beine, die machen die verrückt, das sage ich dir, weil die so weit weg sind vom Boden. Das macht die verrückt. Ja, wie gesagt, also der Herzog will da jetzt hin. Hat wohl gesagt, irgendwas mit seinen Männern, die da oben sind und Burg Drachenhaupt und über Wolfengarde, ich hab nicht genau zugehört, interessiert mich nicht. Musst du mal fragen? Ja, ich schlag das mal vor, mal gucken, vielleicht kann Jalan da ja was rausfinden, der hat ja Ahnung. Ein richtiger Höhlendrache. Ach, na ja. Sag auf alle Fälle Bescheid, wenn wir uns in Xorlostein wiedersehen, so in 50 Jahren, dann will ich aber sehen, dass dieser Jalan in seinem Leben einen Höhlendrachen erschlagen hat. So einen Perldrachen angeben kann jeder, vor allem wenn ihm Trolle helfen. Na gut. Glaubst du, in 50 Jahren ist, ja, der ist ja schon tot, oder? Was? Wie alt ist der? Wie alt werden die nochmal? Die anderen sieht doch erst aus wie 40, 60. Sieht doch nicht so alt aus. Der könnte auch schon 80 sein, oder nicht? Ja. Wie alt werden die Großlinge denn auch mal? Die werden doch nicht so alt. Zumindest hat er viele Verwundungen. Kann schon sein, dass er 80 ist. Denke ich auch. Ich denke auch erst so um die 80. Wie alt werden die denn? 140? Oh, ich habe da keine Erfahrung mit. Also, ich habe mal mit diesem Elfen gesprochen und der Elf, mit dem ich rumgezogen bin, habe ich dir doch erzählt, dieser Drachenjäger-Elf. Er sagte selber, dass er irgendwie 140 oder so war. Der ist ja auch ein Großling. Ja, ist auch ein Großling. Hat er spitze Ohren. Spitze Ohren hat er nicht, vielleicht ist er dann so. Vielleicht werden Großlinge Menschen automatisch zu Elfen, wenn sie die Ohren verlieren. Müsste man sich mal drum kümmern. Das mag sein. Vielleicht spitzen die sich auch selber die Ohren an und nennen sich dann Elfen. Ich meine, die Großlinge machen viele verrückte Sachen. Muss doch mal mit diesem Jalan reden, wenn er euer Anführer ist. Oder du bist Anführer, oder? Naja, mit den anderen Großlingen, da kann er besser reden. Er kennt die ja besser. Ja, wie gesagt, wenn ihr Drachen jagen wollen, so ein schöner Höhlendrache mit 6 Beinchen. Schön, dann zieht ihr die Drachenscheine nach Norden. Könnt ihr dem Herzog helfen. Ja, der Jalan, der will immer allen Herzögen helfen. Ich schlag das gleich mal vor. Guck, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Waffen braucht, eine Drachenlanze oder so, oder irgendwelche Spieße und Speere. Ja, schwere Ketten werden auf jeden Fall wichtig, ne? Ja, vielleicht Ketten, ein Netz und so, weißt du doch. Ich kann auch das besorgen. Wie gesagt, Eisen ist ein bisschen knapp, aber wenn man den richtigen Schmied fragt da oben, sag einmal, du kommst von Malma. Malma Mugrolosch. Man weiß aber Bescheid. Der Hammer. Ich schlag das gleich mal vor. Ich hoffe, ich kann dich überzeugen, aber ich kann auch nichts versprechen. Muss mal gucken. Nee, alles gut. Hast du denn noch Paste dabei? Was? Ja, den suche ich gerade, aber du weißt ja, diese Amboss-Zwerge. Nein, ich meine ein bisschen Anti-Drachen-Paste. Ich habe nur noch 3 Portionen. Ja, der hat er. Ach, verdammt.
Ich muss ihn suchen. Ich weiß nicht, wo der rumläuft. Na, wo war der denn das letzte Mal, zu dem gesehen hast? Und wie viele Jahre ist das her? Ich dachte, oh, ach Quatsch, der läuft hier rum, Mann. Braucht was auch im Kampf. So. Ja. Kenne ich den Zwerg selber? Also weiß ich, wie der aussieht oder weiß ich nicht, wie der aussieht, den er sucht? Durosch, Durosch, Sohn des Atbrak. Ist ein Amboss-Zwerg und naja, du weißt ja, wie Amboss-Zwerge sind. Die laufen immer überall darum, wo sie nicht hingehören und naja. Ich wie spät ist es? Kann ich das ungefähr einschätzen? Ja, so 10. Ich komme auch um 12 hier wieder hin. Ich guck mal, ob ich Atbrak finden, Durosch finden kann. Ja, sag ihm, ich suche ihn. Ja, mach ich. Bist du denn auch hier oder wo soll er dich finden? Dann. Das Bier hier ist gut. Eigentlich wollte ich weitersuchen, aber wenn du das jetzt machst. Du bist jünger als ich, dann suchst du ihn jetzt und ich warte hier mit einem guten Bier und Igna. Das ist vernünftig. Ich guck mal, ob ich den finden kann. Alles klar, los geht's. Ja, dann würde ich aufstiefeln und nach einem Amboss-Zwerg Ausschau halten und als erstes jede Taverne besuchen, die ich finden kann, in der irgendwer ganz laut rumschreit. Gut, dann gib mir mal die erste Probe für heute. Gassenwissen. Ja. Währenddessen Jarlan.